Zuallererst möchte ich mich heute bei meinen Freunden der guten Pflege recht herzlich bedanken. Unser Pflegekanal hat die 1000 Abonnenten geknackt. Unfassbar, wie schnell das jetzt ging. Und deshalb möchte ich mich bei euch revanchieren mit einem kleinen Präsent. Einer wunderschönen Tasse von der ambulanten Pflege am Kaiserberg, aus der man wirklich genüsslich seinen Morgenkaffee oder Mittagskaffee oder von mir aus auch Abendkaffee trinken kann und auch andere Heißgetränke oder auch Kaltgetränke zu sich nehmen kann. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Kommentare schreiben, Tasse. Was Besseres ist mir jetzt nicht eingefallen. Ja, also ihr schreibt in die Kommentare Tasse und wir losen dann unter allen Tassen schreibenden Menschen den Gewinner aus. Und was ich am Rande natürlich auch noch anmerken kann an dieser Stelle, es gibt eine neue Rubrik, und zwar eine Hörspielrubrik. Da habe ich mir gedacht, erzähle ich mal so meine verrücktesten, spannendsten, lustigsten, traurigsten, aufregendsten Geschichten, die mir so in der ambulanten Pflege widerfahren sind. Und dann habe ich von euch ganz viele Nachrichten zu dem Video von letzter Woche bekommen. Da haben wir gezeigt, wie der Blutdruck gemessen wird, oder vielmehr haben es unsere Auszubildenden gezeigt. Und da habt ihr mir ganz, ganz viele Nachrichten geschickt, wie toll die das gemacht haben, und habt mir ganz, ganz viel Feedback zu dem Video gegeben. Das habe ich natürlich auch den Schülern schon weitergeleitet, aber ich wollte an dieser Stelle auch nochmal sagen, vielen Dank für eure Rückmeldung, und es werden natürlich auch in Zukunft ganz, ganz viele Videos mit den Auszubildenden kommen. Ja, wie gerade schon erwähnt, haben wir uns letzte Woche mit dem Thema Blutdruckmessen befasst. Heute knüpfen wir dran an und zeigen euch, wie man den Puls misst. Alles zum Thema ambulante Pflege findest du hier bei Ambulant Blogged. Dein Pflege- und Gesundheitsblog im Netz. Vielleicht zuallererst eine kurze Definition, was ist überhaupt der Puls? Beim Zusammenziehen des Herzmuskels wird Blut durch den Körper befördert. Dabei entsteht eine Druckwelle in den Arterien, die man als Pulswelle bezeichnet. Die Pulswelle kann an oberflächlichen Arterien als Puls gemessen werden. Sie gibt Aufschluss über die Herzfrequenz. Und anhand von meiner schönen Homer-Grafik könnt ihr jetzt sehen, wo der Puls überall ertastet werden kann. Am häufigsten oder am geläufigsten ist es allerdings an der Arteria carotis, also die Halsschlagader, oder an der Speichenarterie, Arteria radialis, ich habe jetzt hier die Uhr an, und zwar an der Daumenseite. Wichtig ist, dass ihr den Daumen zum Pulsmessen nicht einsetzt, wenn ihr hier den Puls messt, weil der Daumen einen Eigenpuls hat. Und was sagt uns der Puls überhaupt? Durch das Messen des Pulses wird die Anzahl der Herzschläge pro Minute ermittelt. Außerdem kann der Pulswert uns Auskunft geben über den Fitnessstatus und die körperliche Belastung, psychischen Stress, Herzrhythmusstörung, Dehydration, Infekte oder septischer Schock, reduzierte Elastizität oder Verkalkung der Arterien oder Verstopfung von Arterien. Und so kommen wir auch direkt zu den Indikationen, also wann sollte der Puls gemessen werden? Besondere Indikationen für eine Pulsmessung sind zum Beispiel der Verdacht auf eine Verkrampfung, Verstopfung oder Verkalkung von Arterien. Auch die Überprüfung der Durchblutung von Gliedmaßen stellt eine Indikation dar. Darüber hinaus kann die Wirkung von Medikamenten überprüft werden. Was brauchen wir zum Pulsmessen? Ein Puls und eine Uhr mit Sekundenzeiger. Was wird beim Pulsmessen beobachtet? Der Pulsrhythmus, die Pulsfrequenz und die Pulsqualität. Und hier auch nochmal eine kleine Übersicht zu den Pulsnormalwerten. Ich zeige dir jetzt, wie man den Puls misst, und zwar an der Arteria radialis, an der Speichenarterie. Die findest du auf der Daumenseite, hier am Handgelenk. Wir messen mit zwei Fingern, also am besten mit dem Zeige- und Mittelfinger. Man sagt, bei Neuaufnahmen sollte man einmal 60 Sekunden wirklich zählen, und ansonsten könnt ihr 15 oder 30 Sekunden zählen und dann auf 60 Sekunden hoch multiplizieren. Wichtig ist auch hier nochmal zu erwähnen, nicht zu feste drücken, also wirklich nur ein leichter Druck, der auf die Arterie ausgeübt werden sollte. Und wenn ihr den Puls fühlt,
Jetzt können wir noch mal kurz über Risiken oder Fehlerquellen sprechen. Und eine Fehlerquelle habe ich gerade schon erwähnt, und das ist, wenn ihr zu großen Druck auf die Arterie ausübt. Das kann das Ergebnis verfälschen. Und ein weiteres Risiko ist zu hoher Druck auf die Halsschlagader, denn das reizt die Druckrezeptoren an der Arterienwand und das kann zu einer sinkenden Herzfrequenz führen oder sogar zum Herzstillstand. Ja, das war mal wieder ein recht kurzes, aber ich hoffe sehr informatives Video für euch. Für mehr informative und interessante Anwendungsfilme könnt ihr den Kanal natürlich gerne abonnieren und ich sag bis dahin, meine Freunde der guten Pflege.